Ja, wie ihr sehen könnt, gibt es jetzt ein sehr langes Video, wie ich mit dir das Phasmophobia spiele. Vielleicht auch mal mit dem Till. Mal sehen, was sich noch so alles ergibt. Ja, ich habe versucht, dieses 20-minütige Video, also das ganze Material von einer Stunde oder 2 Stunden, halt sehr klein zu schneiden. Und ja, ich freue mich sehr, wenn ihr ein Like da lasst und auch bei Elias vorbeischaut, weil er hat nämlich auch aufgenommen und schneidet das dann anders als ich. Und genau, und dann könnt ihr es halt auch aus seiner Sicht sehen. Und ja, ihr werdet mich zum ersten Mal auf meinem Kanal hören mit der Stimme. Ist das nicht krass? Wir versuchen dann noch in den nächsten Tagen vielleicht nochmal Phasmophobia aufzunehmen. Oder vielleicht auch Among Us. Je nachdem, wie wir Bock drauf haben. Und dann freue ich mich sehr, wenn ihr euch das Video hier komplett gebt. Und dann haut rein. So, wir fangen auch direkt an. So, setz dir mal noch die Kopfkamera auf, bitte. Ja, warte. So. Genau, also ich habe jetzt zum Beispiel ein EMF in der Hand und dieses EMF zeigt an, wenn man beim Geist in der Nähe ist, also auf, bei seiner Location im Haus, steckt das halt aus. Doch zunächst einmal, was ist ein Reim überhaupt? Als Reim bezeichnet man Wortpaare, die ähnlich klingen. Beispiele dafür sind Haus und Maus, Scherz und Schmerz oder sogar. Im Haus steckt das halt aus und wenn er das zum Beispiel bis zu 5 schlägt, also bis es ganz rot ist und ganz laute Geräusche macht, dann ist er höchstwahrscheinlich da und man kann das auch eintragen ins Buch, wenn es bei Genau, ganz, ganz man hat unten dann liegt. hier auf der Taste J hat man ein Buch, wo man die Beweise eintragen muss, was man gesehen hat. Denn hier unten muss man den Geistertypen heraussuchen. Und ja, da gibt es halt immer so ein paar Sachen. Das ist ja ein Thermometer. Wenn das unter 10 Grad ist, dann ist der Raum wirklich schon sehr ja, mysteriös, sagen wir es mal so. Ja, und so gehen wir einfach jeden Raum ab. Taste B, jetzt haben wir einen Walkie-Talkie, damit können wir auch sprechen. Genau. So, in der Werkstatt ist schon mal nix. Moin. Oh, Moin. EMF. Oh, EMF. EMF? Ja, War ich gerade? ganz kurz war. 3. Der ist gerade hier bei 3. Okay. Hier bleibt auch bei Da? 3. Also es muss irgendwie hier sein wahrscheinlich. Es sind 12 Grad. 10 Grad waren hier gerade. Jetzt macht er nichts mehr. Ja, ich gehe mal nochmal hoch. Ja, wir Wir können das ja behalten schon den mal hier Raum mal. markieren, aber. Genau. Ich glaube, das ist ein Flurgeist. Nur Geist. Oder? Nee, ich glaube, der ist hier drin. Hier ist 10. Ich habe 2. Ja, der ist hier drinne. Ja, der muss hier sein. Natürlich haben wir die Kamera nicht Ich mitgenommen. werfe EMF dahin und dann. Genau. Ja, Ja, also hol du mal die Videokamera. Ich versuche mal mit dem Geist zu sprechen. Genau, wenn man zum Beispiel das EMF dahin legt, dann. Also das anlässt, dann macht er es halt automatisch. Dann muss man nicht die ganze Zeit da stehen und wenn es dann aussteigt, dann weiß man es auf jeden Fall. Genau. Und die Videokamera ist dafür da, dass man. Wo ist die jetzt? Sie hat ja die Fotokamera, da kann man Fotos vom Geist machen und dann kriegt man auch Points oder andere Fotos davon machen, von irgendwie Knochen oder so. Genau, die Kamera hier, also am PC kann man es dann sehen, was diese Kamera hier anzeigt, wenn man die anmacht. Und dann kann der Typ innen drin, der sitzt, kann sich angucken, wo der, ob der Geist jetzt da ist. Und ob der zum Beispiel Sachen hin und her wirft. Diese Orbs sind dann auch sehr wichtig für die Beweise. Das sind dann so weiße Punkte, die dann einfach auftauchen und dann auftauchen. Er hat mir keine Antwort gegeben. Okay, ja, ich habe die Kamera jetzt mitgenommen. Ich habe ein bisschen was erklärt. Okay, perfekt. Die Videokamera. Die hier. Ist das die? Ja, ist das die Videokamera? Ja. Ja, genau. Die stellst du jetzt hier hin? Hier oben drauf oder? Ja. Wie kann man die drehen? Ja, mit den Maustasten. Ah, okay. Einmal rumdrehen. Platzieren? Hast du? Ja, wie kann man platzieren? Platzieren mit. Oh, G, oh! glaube ich. Jo, der. Jo, er spielt hier. Wo kann ich es nochmal drücken? Mit G. Warte, Ja. lass mich mal. Er hat schon mal auf dem Klavier gespielt. Ich werde mich selbst als erstes erschrecken. Oh. Ey, Digga, wie ging denn das nochmals? Also ich muss sagen, ich muss dazu sagen, Ich wir hol schon sind mal auch nicht Fingerabdruck. gerade die Profis. Ich hol schon mal Fingerabdruckteil. Ja, lass mich nicht alleine hier. Ich probiere gerade jede Taste. Das. Es gibt auch Fingerabdruck-Taschenlampen und da kann man sehen, ob da Fingerabdrücke sind und das ist dann auch wieder ein Beweis für
die gewisse Geister. Alter, er hat gerade den höchsten Turm am Ton an Dings. Also er ist auf jeden Fall bei 1 jetzt gerade, bei der Gesamtaktivität. Genau, und die Gesamtaktivität zeigt an, wie aktiv er ist. Wenn er zum Beispiel auf 10 ist, dann ist er halt sehr aggressiv und kann einen umbringen. Das kann er auch schon bei niedrigeren Sachen machen, aber bei 1 ist halt eigentlich gar nichts. Das müsste sie sein, genau. Es ging mit F! Aha. 4,4 Grad. 4,4 Grad. Ja. Dun, dun. Genau, jetzt mache ich das Licht einfach am besten aus und dann gucke ich hier so hin, ob irgendwelche Fingerabdrücke sind auf irgendwelchen Sachen. Ja, in der Geist eintragen. Genau. Oh mein Gott, er hat wieder einen Tod gespielt. Ich sehe bisher noch keine Fingerabdrücke auf jeden Fall. Ah, der muss hier schon sein. In dem Gebiet. Okay, komm. Soll ich ausmachen? Er spielt an den Türen. Ja, bitte. Das Licht geht. Hä? Ich krieg das Licht nicht aus. Ah, jetzt, okay. Da muss irgendwo noch Licht an sein. Ich sehe da kein Licht mehr. Vielleicht noch eine Garage, ich weiß nicht. Warum ist das Teil hier eigentlich in der Wand? In der Decke. Das ist keine Wand. In der Decke. In der Wand, Alter. Okay, ja, Fingerabdrücke sind wahrscheinlich nicht. Er spielt am Licht. Fingerabdrücke? Das sind auf jeden Fall keine. Was ich bisher gesehen habe. Warte mal, wie heißt denn der Geist? Genau, man kann auch sehen, wie der heißt hier. George Jackson. Okay. Ah, entdecken Sie eine Art von Geist? Genau. Okay, wir werden jetzt noch salzen. Nimmst du mal bitte das Kruzifix mit? Sagt meine Sanity. Das musst du einfach nur in der Hand halten, ne? Oder was denn? Ist das? Dieses Kruzifix. Ja, das legen wir da hin. Achso, okay. Ah, warte mal, können wir die Speechbox noch bitte mitnehmen? Hast du noch einen freien Platz? Ich glaube schon, ja. Ich werfe die Kamera mal weg. Wo ist denn die Box? Nimm mal die Speechbox mit. Ist das die hier? Nee. Nee, das ist die, die liegt hier unten auf dem Boden. Alter, das ist so dunkel, Alter. Da. Ach, da. Oh mein Gott, ey. Also. Okay. Ich hab jetzt hier gerade ein bisschen Salz in der Hand, weil... Oh, der Geist hat gebucht. Fritz, hast du Fotoapparat natürlich nicht? Nein, ich hab genau den weggelegt, weil ich das andere erstmal mitbringen wollte. Ich werf die Kamera mal weg. Ich hol mal ein Fotoapparat schnell. Soll ich du rede mal mit ihm. Okay. Ja. Bist du anwesend, Geist? Wie heißt du, Geist? Wer bist du? Wie alt bist du? Gib mir ein Zeichen. Geist, bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Okay. Okay, also er hat jetzt zum Beispiel die Taste gedrückt auf dem Klavier. Und ich glaube, das ist schon ein Punkt. Jetzt kommt er mich schon entgegen. Der ganz voller Angst. Er hat, also ich habe mit ihm geredet, ja? Ich habe gesagt, gib mir ein Zeichen und er hat eine Taste gedrückt auf dem Klavier. Er ist durch Salz gelaufen. Ja, also kann man... Ich weiß halt nicht. Wie er auf Klavier spielt, Alter. Ja, okay. Ah, ich geh nochmal kurz rein. Wegen Tempo Dings. Genau, es gibt auch eine Zeit, wo er halt huntet und einen umbringen will und da muss man sich verstecken und Licht ausmachen und einfach hoffen, dass er. WTF? Gib mir ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Wie alt bist du? 3-4 Grad. Bist du ein Mann? Oder eine Mann? Mit der Box bin ich noch nicht zufrieden. Es könnte auch sein, dass er. Hast du das Kruzifix da hingelegt? Ja, ne? Ja, hab ich. Auf okay, den perfekt. Boden gespielt. Er hat gebucht, auf jeden Fall. Genau, er hat zum Beispiel ins Buch reingeschrieben und dann ist auch ein Beweis. Genau. Geisterbox könnte sein. Kreativerwartung haben wir noch nicht. Warte schon mal. Er war wieder ein bisschen aktiv. Jetzt ist er gerade bei 4. Okay, Box würde ich nochmal versuchen. Aber vielleicht versuchst du nochmal. Das Problem ist, das Licht ist an. Ja, jetzt mach mal Licht aus da. Ja, jetzt wieder auf 0 gehen, gehe ich kurz rein. Soll ich noch irgendwas mitnehmen? Nee, ne? Nimm mal nochmal Fingerabdrucklampe mit. Nee, ich werde räuchern nachher. Okay.
Genau, und wenn das Licht halt an ist, dann sieht man diese Orbteile nicht, weil die sind ja auch weiß und dann kann man das nicht sehen. Das ist sehr blöd. Manchmal macht es halt auch von selber an, deswegen. Machen wir mal Licht aus. Mach bitte die Tür zu von der von der Garage. EMF 2. Fingerabdrücke war nicht, ne? Hat wieder das Licht angemacht, ne? Nee, es ist so. Ich räucher da jetzt einfach, jetzt reicht's mir. Okay, warte, ich. Warte, er ist auf 8, er ist auf 8. Nochmal kurz abwarten. Kamera mit. Komm. Alter, der ist einfach auf 8, Alter. Ja, ist egal. Wenn der handelt, bin ich der Erste, der tot geht. Na, wenn man den Geist auch fotografiert mit der Kamera, ist es halt auch sehr gut. So, jetzt habe ich hier gerade so ein Räucherburrito in der Hand. Und so ein Räucherstäbchen. Und das mache ich jetzt halt hier hin. Das hindert halt den Geist, so dann ist der wohl. Also dann soll der weg sein. So. Jo. EMF5, ja. Nee, 4. Ach, das ist ganz knapp. Also vergesst gerade, was ich gesagt habe mit dem Räucher. Wir machen hier bestimmt auch noch Fehler, die man. Ja, der wird sich halt. Aber ich weiß halt. Jetzt ist er weg. Das ist ja die Frage. Nein! Nein! Oh mein Gott. So, was machen wir jetzt? Ich würde nochmal sagen Geisterbox, dann musst du das aber machen, weil vielleicht reagiert er ja bei mir einfach nicht. Ja, okay, ich mach nochmal Geisterbox. Aber sonst ist Geisterbox eigentlich safe. Achso, das ist gar nicht die Geisterbox. Machen. Du hast die. Ich hab die noch? Die habe ich irgendwo hingeworfen. Nein. Doch, die haben die verloren. Da vorne? Nein, hier ist sie. Ah, okay. Und ich nehme dann auch nochmal. Hat den Fotoapparat hast du, ne? Provozier mal richtig, dass ich noch vielleicht ein Foto machen kann. Ja, okay. Ja, ich muss aber erst reden. Ja, und da kannst du ihn ja auch provozieren. Oder einfach laut, ja, laut reinschreien. Geh raus, ich muss reden mit ihm. Ach, er geht ja nur auf Einzelne? Ja. Mal schnell zur Kamera. Er ist auf 8. Okay, er hat geschrieben, ich habe ihn gefragt, gib mir ein Zeichen und er sagt hier. Okay. Genau, jetzt hat er ein Zeichen gegeben und jetzt ist das schönes Fest, dass es Geisterbox ist. Und da ist auch eine Karte, da sieht man denn, wo der Spieler ist. Fritz? Ja? Wenn EMF5 wäre, ne? Wäre es ein Oni. Ja. Und EMF war ja schon 4. Was wäre das andere? Das andere wäre Fingerabdrücke. Das wäre ein Spirit. Ja, okay. Dann gucken wir jetzt mal wegen Fingerabdrücke noch einmal. Ich komme jetzt einmal noch rein. Ja, warte kurz. Wegen Fingerabdrücke. Komm. Warte ganz kurz. Eine der größten ist an Joch, ist das sehr stark und gefährlich. Die werden für gewöhnlich in einem Gebiet. Also er ist halt sehr nicht aktiv. Also er ist schon aktiv, aber er zeigt sich halt überhaupt nicht. Ja, okay, komm, wir gucken mal wegen Fingerabdrücke. Fritz, machst du mal bitte dein Licht aus? Okay. Aber es ist hier nicht, oh mein Gott, der Fall. Oh, ich dachte, das wäre der Geist, Alter, der durch mich geht. Junge. Oh. EMF5 ist ein Oni. Okay. Okay, wir haben hiermit. Ja, das war easy. Das abgeschlossen. Das war easy, natürlich, Digga. Wir haben wieder länger gebraucht als ich, Junge. Wir haben leider auch keine Foto vom Geist. Leider nicht. Genau, ich will. Okay, perfekt. Mission completed. So, jetzt sind wir schon auf der nächsten Karte. Wir sind jetzt auf. Oh, wie hieß denn die Karte nochmal? Warte, der Scher ist noch hier. Edgefield? Nee. Oder? Doch, Edgefield. So. Okay. Ich mach Kamera. Ich nehme aber jetzt zum. Ich nehme jetzt die Videokamera mit. Ja, okay, warte, nehme ich. Und die. Nehme ich irgendwas anderes noch mit. Das Buch nehme ich noch mit. Ja, nehme ich Speed. Ja, oh, genau. Weil EMF habe ich auch schon. Ja, Moment mal, ich habe keine Taschenlampe mitgenommen. Wir haben auch gar keine Schlüssel, glaube ich, oder? Was ist? Wir haben auch gar keinen Schlüssel mitgenommen. So. Die Profi. Ob wir überhaupt einbrechen können. Ja, ich komme auch mit. Ja. Irgendwo bist.
habe es EMF nicht angehabt. Oh, ey. Also wahrscheinlich im Obergeschoss ist wahrscheinlich nicht. Jo, ist ein Flurgeist. Oder? Nee, hä? Temperatur soll. Also ich hatte hier gerade 9 Grad. Er ist hier dran, wahrscheinlich. Ja, er ist hier dran. Das ist das Ding halt, weil man kann nicht genau wissen, wo... EMF 5. EMF 5. Alter. Der ist der gleiche vorne einfach. Zu easy. Das wird einfach zu easy. Ich werfe uns das Buch hin. Ja, mitten in der Stube macht das. Wir haben keinen Kurzifix mitgenommen. Scheiße. Komm mal mit in den Keller, bitte. Geil. Fritz, geh mal bitte raus. Ich spreche jetzt mal einmal mit ihm. Okay. Keine Antwort, wiederhole keine. Kann man schon wegen Orbs nachgucken, oder ist das eine andere Kamera? Oder haben wir die auch gar nicht aufgestellt? Das Problem ist, da ist noch Licht an. Okay, warte, ich mach raus. Das Licht aus. Fritz? Ja. Der Fritz, der muss jetzt einmal handen. Und du musst drinne sein. Okay. Geht auf nur einen Mensch. Ja. Oh shit. Soll ich irgendwas mitnehmen? Ich guck mal wegen Orbs. Oder Kamera soll ich mitnehmen, ne? Eigentlich. Nee, warte mal noch. Erstmal gucken. Also die Geister-Orbs, wenn er jetzt in der Stube, also wenn er jetzt im Wohnzimmer, Orbs sind so eine kleinen runden Dinger, die fliegen vorm Bildschirm so. Aber das ist hier nicht der Fall. So, warte mal. Wir haben EMF5, ne? Ja. Achso, da kann ich ja schon mal eintragen, bitte. Hab ich schon. Fingerabdrücke, hast du eine Fingerabdrucklampe bitte mitnehmen? Ja. Ich habe auch schon ein Buch eingeworfen. Das können wir auch gleich mal nachgucken. Ob das schon was ja, genau. gebucht wurde. Er hat gebucht. Ja, okay. Musst du abfotografieren einmal? Muss man? Da. Okay, mach mal hier einmal mit der Fingerabdruck. Das Wohnzimmer ist halt riesig. Schön am Fenster so lang. Da, wir haben Fingerabdruck. Hier. Foto machen bitte. Okay, werf mir die mal her. Hier. Okay, perfekt. Haben wir schon alles? Nee, ne? Doch. Warte mal. Das kann ich dir in Ernst sagen. Wir haben Fingerabdrücke. EMF5. Fingerabdrücke, was haben wir noch? Geisterbuch. Jetzt müssen wir nur noch den zum Handen bekommen. Kannst du mir die Kamera geben? Ja. Okay, dann. Ah, jetzt hättest du vielleicht die Kamera aufsetzen sollen, ne? Ach so, ja. Ja, ist egal. Okay. Ah, shit. Viel Glück. Den Schrank irgendwie. Schön beleidigen und sowas, ne? Weiß halt schon. Komm her, Alter. Den Namen sagen. Wie heißt denn der überhaupt? Der Typ heißt Daniel. Nein! Scheiße! Alter, wie viel Glück hast du? Wie viel Glück hast du, Digga? Oh nein. Jetzt kann's rauskommen, der. Stop. Er hat aufgehört zu handeln. Elias. Fritz, du kannst rauskommen. Er weiß nicht, dass ich tot bin. Oder ist er tot? Nein, er ist tot! Nein! Ich hab noch ein Foto gemacht. Fritz ist tot! Ich glaube, ich hab noch ein Foto gemacht. Scheiße! Nein! Nein! Fritz! Er hat mich geholt. Das kann ich auch gerade eben nicht hören, deswegen. Warum nur? Da liegt er!
Wie eine Schnapsleiche. Okay, Fritz, wir fahren jetzt los. Nimm dir noch ein paar Schuhe mit. Komm, wir hauen ab. Oh nein. Genau, ich habe jetzt auch meine ganzen Items verloren, glaube ich. Oh nein. Deswegen. Sehr blast. Och nein. Okay, habe ich alles. Revenant. Oh nein. Nein. Fritz. Scheiße. Fritz. Game over. Es hätte so gut sein können. Es hätte so gut sein können. Alter Fritz! Ich musste so... Digga, der stand direkt vor dir! Ich musste so ablachen, als du gedacht hast, dass ich noch überlebt habe. Junge, Fritz, kannst rauskommen? Ja, Mann, weil ich dachte, du hast überlebt! Ich wollte erst außen rum gehen, weißt? Um den Geist herum, als er vor mir war, aber... Ich hab's nicht mehr geschafft. Der kam nicht über die Couch, ne? Ja, genau. Ich habe auch erst geguckt. Hast du ein Foto wenigstens gemacht? Ich habe die ganze Zeit gespammt, aber ich glaube, er hat es nicht mehr hinbekommen. Och, no way. Aber ich habe ihn also ich habe. Doch, da ist er doch. Sieht man ihn? Da ist er. Ja. Wo? Hier, das obere Bild. Willst du mich verarschen? Hier. Da ist er doch. Da ist ein Buch. Hä? Bei mir ist hier oben der Dings. Ja, wenn euch auf jeden Fall das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da, auch bei Fritz Hartmann. Ich werde ihn unten in der Videobeschreibung verlinken. Und ja, Fritz, hast du noch was zu sagen? Nee, das war auf jeden Fall sehr interessant, das zu sehen. Ich hoffe, wir machen auch mehr sowas in der Art. Vielleicht auch morgen erstmal. Genau. Ja, Digga, wäre auf jeden Fall geil. Was war das denn bitte schön, Alter? Das war auf jeden Fall nice.